So, meine Damen und Herren, wir sind wieder auf dem Super Nintendo. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wenn ihr tatsächlich, ihr verrückten Hasen, das gut findet, ich weiß nicht, warum ihr das tun solltet, aber dann abonnieren, kommentieren, bewerten. Freut euch bald auf Zusatzmaterial. So, wir sind beim Wizard of Oz. Der Senshi hat sich das gewünscht. Ich denke, die meisten Leute kennen den alten Klassiker. Ja, auch diese dämlichen Sprüche, wir sind ja nicht mehr in Kansas und sowas, der kommt da alle her. Das ist also nicht ein Hinweis auf, Achtung, aktuell Football-Humor auf die Kansas Chiefs, nein. Sondern, das geht hier alles. Ja. Und ich weiß, dass das Spiel unglaublich schlecht sein soll. Warum tue ich mir das an? Besser ich als ihr, ne? So, auf geht's. The Wizard of Oz. Der Zauberer von Oz. Übrigens ganz toll wäre, es gibt ja tatsächlich eine Fortsetzung davon, da war ich irgendwann mal im Kino. Nein. Nein. Also, nein. Nein. Oh, das ist Miss Galsch. So ein keue Hexe. Manches Mal wünsche ich mir einen Stern und möchte da aufwachen, wo die Wolken sind. Troubles melt? Okay. Ach so, wo der Ärger verfließt wie Zitronen? Irgendwo über dem Regenbogen. Wo blaue Vögel fliegen. Was sind Bluebirds im Richtigen? Okay. Also over the rainbow, ne? Somewhere over the rainbow. Kommt auch von hier, ne? Da ist die Windhose. Und jetzt sind wir in Oz. So. Das ist die. Ja. Genau, Dorothy. Du besitzt nun die Rubin-Slipper. Du musst sie nehmen und zum Wizard of Oz in Smaragdstadt zu kommen. Bis dann. Zieh sie nicht mehr aus, denn sie besitzen große Magie. Hier ist mein Zauberstab, um dich nach Smaragd City. So, das ist Dingenskirchen. Die Witch. Ich werde diese Rubin-Schlipper haben. Die gehören zu mir. Aber warte, meine Schöne. Jetzt nehme ich diesen kleinen Hund. Vielleicht können wir tauschen. Nö, werde ich nicht. Bluebird ist Hüttensänger oder Rotkehl-Hüttensänger. Na gut. Meine Frise. Das hätte der Snake auch gewusst. Grüße hier. So. Das ist also Dorothy. Und wir sind bei Wizard of Oz auf dem Super Nintendo. Und ich glaube, die meisten Leute sagen, das ist eine Katastrophe. Okay. Kann ich mit dem Zauberstab was machen? Habe ich jetzt das pausiert? Okay. Ah. Ha! Okay. Ich habe die Angriffstaste gefunden. Ja, jetzt geht's aber zur Sache. Das sind die Zitronen. Das einsammeln. Kann ich die. Ah, die kann ich erwischen. Ja, gut. Find the hidden message. Finde die versteckte Nachricht. Das hat sehr gut funktioniert. Also ich muss sagen, ich habe die versteckte Nachricht so gefunden. Yes. Any more to
Kansas. Yes, anymore. Oder wir sind nicht mehr in... Genau, wir sind nicht mehr in Kansas. Fahren wir... So, yes. Wie geht der Spruch denn nochmal? Wir sind nicht in Kansas anymore. Gott. Ihr kennt doch den Spruch. Wie heißt denn der Spruch richtig hier aus? We are not in Kansas anymore. Toto! Danke! Muss ich meine eigenen Rätsel lieber antworten? Okay. Toto, we are not in Kansas anymore. Das ist wahrscheinlich die Lösung. Super! Da freut sich der Paddy. So. Also. Wo ist der? Wie komme ich denn? Kann ich. So kann ich doch gar nicht springen! Was ist das denn für ein Blech? Also. Warte mal. Also, wir machen mal Yes. Das stimmt doch nicht. Ich weiß, dieses Spiel soll schlecht sein. Aber ein Alphabeträtsel. Ach, jetzt habe ich keinen Zauberstab mehr. Jetzt kann ich nicht mehr zaubern. Ja. Da wird so die Zitrone madig. Also. Was ist das? Da kann ich es verlassen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Muss ich jetzt tatsächlich googeln? So. Also Zeit haben wir unendlich. Also, finde die versteckte Nachricht. Also, Toto, we are not in Kansas anymore. Also, Toto, wir sind nicht mehr in Kansas. Das ist ja eigentlich der doofe Spruch. So, da ist ein T. Da kommen wir mal nie hin. Warte mal, also Yes können wir machen. Und wir können hier Anymore machen. Schön. So, da ist Kansas. Klar. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Grüß mal den Zwieback. Das ist tatsächlich der Wizard of Oz auf Super Nintendo. Alter, Moment. Also. Also Not macht keinen Sinn. Weil da gibt's keinen. Also das ist Yes. Also Yes ist... So, das ist okay. Da können wir auch ein Lernding haben. Ist doch nirgendwo ein W, also warte, weißt du was? Jetzt sind Rätsel, die können mich mal. Gucken, kann man das irgendwie skippen? Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück, aber ich mache das einfach mal. Was ist das? Irgendwas. Ein Riesenfrosch. Klar. Wer kennt es nicht? Ich bin tot.
So. Wieso willst du das Spiel in Deutsch haben? Meinst du, das macht es unwesentlich besser? Ich glaube, das macht das Rätsel noch kryptischer. So, was ist denn, wenn ich jetzt hier mal einfach alles skippe? Völlig egal. Skippen auch den Frosch. Den Sessel machen wir tot. Na, jetzt weiß ich nicht, ob das leichter lösbar wäre. Mal gucken. Okay, ich kann den Level verlassen, ohne das Rätsel zu lösen. Super Game. Spitzentitel. Da, Somewhere Over the Rainbow. Den Song, glaube ich, kennt man. So, möchte ich gerne weitermachen. Ich meine, möchte ich eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Keine Witze über legendäre Spiele von Karamals. Darauf ein Pepsi-Man. So, kann ich mich an grüne Kristallkatzen erinnern? Beim Wizard of Oz? Weiß ich auch nicht so. Kann ich darüber? Das ist bestimmt nicht gut, oder? Das dachte ich mir, das ist nicht gut. Also die Musik nervt nicht ganz so, das um mal was Positives zu sagen, aber... Okay. Und dann... Kann ich den da wieder hoch? Okay, das war schon mal gar nicht so strunzdoof. Also geht's hier auch wieder nach oben. Da witzigerweise natürlich nicht. Einen Doppelsprung besitzen wir nicht. Da darf man gar nicht hin, dann ist man tot. Oh, es ist das Ende. This is the end, my friend. Ich will jetzt aber trotzdem mal wissen, was ist denn das für eine scheiß Lösung? Ich gucke jetzt mal eben kurz nach. Ich müsste jetzt mal eben durch. So, Wizard of Oz. Super Nintendo Riddle. Solution. So. Kommt sofort. Wizard of Oz is not worth playing today. Ach. Das ist ja interessant. So. Das interessiert mich aber nicht. Ich will wissen, was man da machen muss. Guide and Walkthrough. Natürlich. Was sagt denn der Guide and Walkthrough? Ganz wichtig, erster Satz eines Walkthroughs fängt an. This game is not so great. Ach, das ist nicht gut? Nein. So. Walkthrough. So, also. Genau. You are not in Kansas anymore, ist die Lösung. Ja, das probieren wir nochmal eben. Also, du bist nicht mehr in Kansas. Okay. Nicht das, was im Original-Sitting ist, aber sind wir nochmal ganz echt, das ist so ein toller Titel. So, blablabla, wir skippen mal eben kurz das Intro. Ihr singt mal eben kurz Over the Rainbow. Am besten die Marusha-Version, damit es uns allen richtig auf den Nerven geht. Ja. Okay.
Ihr könnt auch was, weil der Likewall auf das Radar, ihr könnt auch was von Ed Sheeran singen. Ich muss es ja nicht hören. Also. Ja, komm. Okay. So. Ab zum Riddle. So, wenn ihr das Leben Zitronen schenkt, mach ein Rätsel raus. So, also. You. Ah. Not. In. Kansas. Anymore. Es passt! Es passt! Yes! Großartig. Now you can look for your ticket piece. Aha. Was habe ich davon? Okay. Also es ist bestimmt nicht so schlecht, dass man... Oh, man kann jetzt treten? Oh, geil. Herzlich willkommen nach Dick Kick City. Ich weiß noch nicht warum, aber das... Also es war auf jeden Fall nicht falsch, dieses Rätsel zu lösen. Aber ich glaube, das macht das Spiel nicht besser. So, Kermit mag mich auch nicht und Kermit macht mich tot. Und weil Kermit mich tot gemacht hat, würde ich sagen, danke, das reicht. Der Süßkühl hat gerade mal... Wenn du jetzt noch von Blümchen Bicycle machst... Großer Respekt. Großer Respekt. Dann brauchst du dir keine Sorgen machen vor irgendeiner Dschungelprüfung. Ist toll, das Game, ne? Super. Ich glaube, wir machen mal den nächsten Kandidaten. Also Wizard of Oz, der Senshi, der sich das gewünscht hat. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Aber you are not in Kansas anymore. Das ist die Lösung. Wir haben es gelöst. Obwohl der Spruch im Film eigentlich anders geht, aber ist egal. Das wissen wir auch schon. So. Next.